Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Webinar hier bei uns bei FXZ mit AlgoCamp im Jahr 2023. Ich freue mich sehr, dass David Varney hier wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns auch in diesem Jahr Webinare zusammen veranstaltet. Das heutige Thema ist, so starten Sie 2023 mit dem Algo-Trading durch. Ich freue mich sehr. Das Thema ist ja auch gerade sehr aktuell, KI und so weiter. Also da wird der David auch einiges dazu erzählen. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für das Thema interessieren und unser Webinar heute besuchen und live dabei sind. Aber vielen Dank auch dafür, wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Nichtsdestotrotz müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt, ich weiß nicht, warum der zurückgesprungen ist, so. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann, lieber David, kriegst du jetzt den Bildschirm und ich wünsche auch wie immer viel Spaß und viel Erfolg. Ich danke dir. So, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen, oder? Ja. Perfekt. Super, dann dir, Nelson. Vielen Dank für deine Einleitung und von mir auch einen herzlichen guten Abend und ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Nelson hat es schon gesagt, das allererste Mal dieses Jahr 2023, unser Webinar mit FXWeb und AlgoCamp. Ja, mein Name ist David Varney und ja, meine Leidenschaft ist quasi das Algo-Trading, das, worüber wir immer wieder erzählen. Dieses Jahr die Themen von den Webinaren ein bisschen angepasst und auch speziell das Webinar heute angepasst an, Nelson hat es ja schon gesagt, die KI, die künstliche Intelligenz. Ich habe es auch eingeplant, dass wir heute ein bisschen mit ChatGPT, haben Sie wahrscheinlich schon hier und da mal gehört oder ausprobiert, auch ein bisschen arbeiten. Momentan ist die Seite leider überlastet und da kommen wir nicht rauf, aber vielleicht ändert sich das noch im Laufe des Webinars. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir werden es früher oder später auch mal schaffen, aber wir kommen auch so durch das Webinar. Ja, was ist heute das Thema? Ja, steht ja quasi schon im Titel, so starten Sie 2023 mit dem Algo-Trading durch. Was für Themen habe ich mir heute so ein bisschen auf die Agenda geschrieben? Wir wollen uns mal anschauen, natürlich die Basis, wo liegen überhaupt die Vor- und Nachteile im Algo-Trading? Wie sieht die Realität aus? Finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig und interessant. Ist es so, wie wir es hier und da mal mitbekommen, dass wir wirklich nur auf den Startknopf drücken und das Geld verdienen, ohne groß was zu machen? Was für Renditen sind möglich? Wie sieht die Realität aus? Gerade auch das Thema künstliche Intelligenz ist eigentlich, ja, wir sehen es schon seit einigen Jahren oder steht seit einigen Jahren öfters mal an einigen, ich sag mal, auf einigen Produktboxen drauf, künstliche Intelligenz im Trading. Da möchte ich gerne mal meine persönliche Meinung heute zu abgeben und das ein bisschen analysieren, was wirkliche künstliche Intelligenz ist und was oft drin steckt und ob wir jetzt gerade dieses Jahr den großen Umschwung erleben oder ob das eigentlich nur alte Sachen im neuen Gewand quasi sind. Das möchte ich gerne ein bisschen durchgehen. Die Thematik Teilautomatisierung oder Vollautomatisierung ist, denke ich mal, für Sie auch interessant, wenn wir sagen, okay, ich möchte wirklich alles komplett abgeben und gar nicht groß manuell eingreifen. Oder ich sage einfach, wenn ich die Leidenschaft nach wie vor zum Trading habe, das Ruder möchte ich nicht komplett aus der Hand geben. Ich möchte weiterhin noch ein bisschen eingreifen und die Kontrolle darüber haben. Dann ist, denke ich mal, das Thema der Teilautomatisierung interessanter. Und das Ganze würde ich gerne heute abrunden, einfach mit einem konkreten Fahrplan. Wenn Sie also sagen, okay, Vor- und Nachteile passt, Renditeerwartungen passt, dass Sie so einen kleinen Fahrplan mit an die Hand bekommen, wo Sie genau wissen, okay, das wären jetzt so die nächsten Schritte, um Ihre eigenen ersten Schritte im Thema Algo-Trading zu gehen. Das wären so ja, die Themen für heute. Wie gesagt, wenn ChatGPT in der Zeit noch läuft, dann gehen wir da gerne mal rein. Da kann man interessante Spielereien mitmachen. Ich gucke mal, ob nebenbei die Seite verfügbar ist. Gut, lädt noch, aber wir schauen einfach mal die nächste Zeit drauf. Okay, gehen wir weiter. Ich finde es persönlich immer ganz wichtig. Eigentlich möchte ich mich gar nicht groß vorstellen, aber für die, die mich noch nicht kennen, gerade jetzt nach der in diesem Jahr, wo wir noch kein Webinar gemeinsam hatten und man sich gerne mal die Frage stellt, wieso erzählt der mir gegenüber eigentlich was jetzt über das Thema Algo-Trading und woher hat er sein Wissen überhaupt? Ja,
Die Folie muss ich leider auch jedes Jahr überarbeiten. Letztes Jahr stand hier noch eine 31, jetzt bin ich inzwischen auch schon leider 32 Jahre alt. Ich freue mich schon auf die Webinare mit Nelson, wo ich dann die 40 reinschreibe. lebe und wohne in Berlin. Unser Büro ist auch in Berlin. Also die IgoCamp GmbH sitzt auch in Berlin. Und ich habe relativ früh mit der Thematik angefangen. Also ich war relativ früh mit der Schule fertig und habe dann kurz bevor ich 16 geworden bin, eine Ausbildung gesucht. Und ich wollte damals einfach nur Programmierer werden, weil das so der Beruf war, der gerade im Kommen war, quasi was heute so der Social Media Manager ist oder inzwischen eher wieder der Handwerker ist, war früher halt so Programmierung. Und ich bin wirklich durch einen Zufall, ohne dass ich das wusste oder gesucht habe, in eine Vermögensverwaltung reingerutscht. Das heißt, meine Ausbildung zum Programmierer habe ich in dieser Vermögensverwaltung gemacht und diese Vermögensverwaltung hat auch nur automatisiert gehandelt. Und ja, ich denke mal, Sie können es sich vorstellen, gerade in jungen Jahren, wenn man dann davor sitzt und sieht, dass da irgendwelche Programme Geld verdienen an der Börse und man das noch gar nicht so wirklich verstanden hat, dann verschiebt sich der Fokus und der Fokus hat sich auch relativ schnell und stark verschoben, dass das Programmieren natürlich eine interessante Sache war, aber die Thematik Börse und Trading dann doch interessanter war und sich der Fokus ein bisschen verschoben hat. Ja, 8,5 Jahre war ich dann insgesamt in der Vermögensverwaltung. Ich glaube, die erste Aktion, als ich 18 geworden bin, war nicht in den Club zu rennen und mich volllaufen zu lassen, sondern es war wirklich die Kontoeröffnung. Ich habe mich gefreut, endlich Konten zu eröffnen und auch ein richtiges Geburtsdatum angeben zu dürfen, weil ich endlich 18 war. Und ja, da habe ich mich gefreut, endlich die ersten Konten oder mein eigenes Geld zu verzocken und zu verbrennen, so wie es quasi schon zum guten Ton gehört für einen neuen Trader. Und so habe ich mir das Ganze aufgebaut. Ne? Das heißt, ich bin parallel gelaufen, ich habe in der Vermögensverwaltung quasi das Handwerk gelernt, was das Algo-Trading angeht, Strategien entwickelt, die Strategien umgesetzt in ein fertiges automatisches Handelssystem. Und nebenbei halt immer noch manuell gehandelt, später auch in der Vermögensverwaltung Firmenkonten manuell getradet. Und ja, nach 8,5 Jahren habe ich dann quasi ja so für mich das Ende gesehen in der Vermögensverwaltung. Es war nicht mehr ausreichend für mich, weil ich immer relativ hungrig bin, was so die Arbeit angeht und habe dann die IgoCamp GmbH gegründet und gemeinsam halten wir heute mit FXpert auch das Webinar. Und wir haben uns auf die Thematik, worüber wir heute reden, halt spezialisiert. Das heißt, automatischer Börsenhandel ist das, was wir seit inzwischen 7 Jahren machen. Wir verstecken uns nicht auf den Seychellen in Dubai oder sonst wo, sondern ganz klassisch und traditionell haben wir unsere GmbH in Berlin, in Deutschland. Und ziehen das schon seit einigen Jahren auf. Und unser Motto oder unser Ziel, was wir nach wie vor verfolgen, ist diese Thematik. So ein bisschen, auch wenn es schwer ist, zum einen aus der dreckigen Ecke zu holen und salonfähig zu machen. Ne? Ich meine, Algo-Trading, wenn wir das, ich sag mal, unserem Friseur erzählen, der nicht so in der Thematik steckt, dann kennt er so vielleicht die ein oder anderen Geschichten von Leuten, die da irgendwie Geld in irgendeinen Coin-Roboter gesteckt haben und von heute auf morgen quasi beraubt wurden um das ganze Geld. Irgendwelche komischen Geschichten und das ist nicht, wo wir hinterstehen. Also wir haben keine Werbevideos, wo wir uns im Lamborghini oder in Ferrari setzen und sagen, komm in mein Webinar mit der FXpert und wir zeigen dir, wie du von heute auf morgen reich wirst. Das ist nicht die Realität. Das verfolgen wir auch nicht, auch wenn das marketingtechnisch natürlich ganz schön wäre aus der Sicht. Aber das ist nicht unser Thema, sondern wir bleiben einfach bei der Realität. Und die Realität ist leider manchmal im Algo-Trading doch relativ langweilig oder ernüchternd, wenn wir mitbekommen, dass wir doch nicht von heute auf morgen reich waren, aber ich denke mal, dafür haben wir das Webinar heute, um einfach selbst, dass Sie sich selbst die Frage beantworten können, passt das zu mir, sind meine Renditeerwartungen hiermit erfüllbar, ist das was für mich oder ist das einfach nichts für mich? So, gucken wir mal auf die nächste Folie, da haben wir die 3 Punkte, um quasi so ein bisschen die Frage zu beantworten. 2023, endlich mit dem Algo-Trading anfangen oder endlich profitabel damit anfangen, brauchen wir im Großen und Ganzen eigentlich 3 Punkte. Zum einen brauchen wir natürlich unser Konto, unser Kapital. Das ist so unser Werkzeug als Trader. Das haben wir hoffentlich schon bei FXpert, unser MetaTrader-Konto. Und da haben wir schon mal 2 Punkte eigentlich in dem einen Punkt abgearbeitet. Wir haben zum einen einen guten Broker und zum anderen haben wir eine gute Software, und zwar den MetaTrader. Ob MetaTrader 4 oder 5 spielt hierbei auch gar keine große Rolle. Viel wichtiger ist, dass wir hier einfach eine stabile Software haben, was das Algo-Trading angeht.
Ich weiß, da draußen gibt es relativ viele Tools, ob jetzt Ninja Trader, Agena Trader oder ich weiß nicht, was es da draußen noch alles so gibt für die Automatisierung. Erfahrungsgemäß muss ich persönlich sagen, sind MetaTrader 4 und MetaTrader 5 die Tools, wo ich sage, da kann ich beruhigt schlafen gehen, ohne Angst zu haben, dass hier irgendwas passiert. Also wir haben selbst MetaTrader-Instanzen, die schon seit 600 Tagen am Stück laufen, ohne Neustart, ohne Absturz. Und das spricht, denke ich mal, für sich. Und das haben wir bei anderen Softwaren in den letzten Jahren, die wir auch probiert haben, oft nicht erlebt. Da war so ein, zwei Wochen die Grenze und dann musste die Software neu gestartet werden. Ist prinzipiell kein Problem, aber wir möchten natürlich auch einfach mal 2 Wochen im Urlaub sein oder 3, 4 Wochen was anderes machen, ohne Angst zu haben, dass irgendwie unsere Trading-Software eingefroren ist. Ne? Also deswegen, wenn wir unser Konto bei FX-Bet haben, den MetaTrader 4 oder 5, spielt heutzutage eigentlich wirklich gar keine Rolle mehr haben, dann haben wir schon mal den großen Punkt, den wir haben. Erfüllt. Punkt 1, Konto und unser Kapital. Dann haben wir die realen Erwartungen. Also wir brauchen realistische Erwartungen. Und das ist so der wichtigste Punkt, wo wir, denke ich mal, relativ schnell die Entscheidung treffen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Also was sind die möglichen Renditen prozentual und absolut? Ja, das ist eigentlich eine einfache Sache. Aber ich finde persönlich immer ganz, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen. Mache ich den Aufwand für das oder für die mögliche absolute Rendite? Das heißt, wenn ich jetzt 2000 Euro zur Verfügung habe und ich sage, ich möchte das Thema mit 2000 Euro angehen, dann muss ich mir überlegen, was sind realistische jährliche Renditen, die ich erwirtschaften kann. Da würde ich sagen, erfahrungsgemäß, also wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon so circa 17 Jahre, wo ich jetzt dabei bin. Würde ich sagen, ist ein automatisches Handelssystem, was über mehrere Jahre läuft und wir eine Rendite von 30 bis 35% im Jahr wirtschaften, ist schon sehr gut. So. Gehen wir mal von etwas weniger aus. Wir sind neu, wir machen Fehler. Sagen wir einfach, wir haben eine durchschnittliche Renditeerwartung von 20% im Jahr. Wenn ich jetzt 2000 Euro zur Verfügung habe, muss ich mir natürlich die Frage stellen, würde ich den Aufwand ein Jahr lang machen und betreiben und mich mit beschäftigen für, in Anführungszeichen, am Ende des Jahres nur 400 Euro? Natürlich, jeder fängt klein an, das ist gar nicht die Frage. Aber wir müssen uns ganz klar die Frage stellen, würde ich das machen? Würde ich, sage ich mal, jeden Tag an den PC gehen und schauen, läuft mein System noch? Gibt es irgendwelche Fehler? Ist alles an? Muss ich mal was neu starten? Muss ich mal was korrigieren? Würde ich diesen Aufwand machen für am Ende des Jahres prozentual eine Top-Rendite? Aber absolut gesehen natürlich eine relativ kleine Rendite, wenn wir das jetzt so mal im Verhältnis setzen. Wenn wir die Frage, mit welchem Kapital wir auch immer haben, mit Ja beantworten, also sagen ja, für das Kapital, was ich jetzt hier reinstecken würde und die Rendite, das absolut gesehen ist in Ordnung bei mir, passt, dann sorgen wir dafür, dass wir, da kommen wir später nochmal drauf zu, später keinen einen großen Fehler nicht eingehen. Dass wir zum Beispiel ein System, ein Handelssystem am Start haben und dann sagen, ah, das funktioniert irgendwie nicht so, ich bin nicht zufrieden damit, das macht ja jeden Tag nur 1, 2 Euro. Ich habe doch 2000 Euro, wie soll ich denn jetzt davon leben? Deswegen, wenn wir also die Frage eher mit Nein beantworten und sagen, na gut, also ich habe jetzt 2000 Euro und ich möchte jetzt aber schon davon leben und meine Lebensunterhaltskosten sind quasi sehr, sehr gering und 1000 Euro im Monat, das heißt, ich brauche 50% Rendite im Monat, dann ist das ja schwierig. Ich glaube, wir wären nicht glücklich, selbst wenn wir ein System haben, was garantiert profitabel ist. Und das über die nächsten Jahre wären wir damit nicht glücklich. Ne? Und wir haben immer wieder Trader, die zu uns kommen und sich interessieren für das Thema. Und spätestens in dem Punkt sind wir nicht die da draußen, die sagen, ja klar, kein Problem, mit 2000 Euro bist du morgen finanziell frei und übermorgen steht der Ferrari vor der Tür. Das ist leider nicht so. Deswegen, diese Frage ist ganz, ganz wichtig, weil wir sonst einfach nicht glücklich werden. So. Und das ist eigentlich, ich sage mal persönlich, gar keine Frage des Vermögens oder des Wohlhabens. Ne? Es kann auch sein, dass wir einfach sagen, ja, ich möchte das Thema einfach mit 2000 Euro starten. Ich hätte jetzt auch nicht das Problem, hier 200.000 Euro einzuzahlen, aber ich will erstmal klein anfangen und ja, es ist klar, ich mache hier viel Aufwand für absolut gesehen nichts, aber wenn es mit 2000 Euro einigermaßen gut funktioniert, dann schiebe ich gerne in ein paar Monaten 10, 20, 50, 100.000 Euro nach und dann machen die absoluten Zahlen auch Sinn. So, das sind die Erwartungen, wird oft unterschätzt, finde ich persönlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Der dritte Punkt,
Da kommen wir auch nochmal später ein bisschen weiter ins Detail darauf zu, ist natürlich das Handelssystem. So, da ist die Frage, welches System, wo finde ich ein System, wie sehen die Systeme aus, was heißt gut, was heißt schlecht und natürlich, was schon interessanter, die Frage, voll oder teilautomatisiert. So, das sind zwei Punkte, da habe ich später auch nochmal ein paar Beispiele drauf zu, wo wir im MetaTrader mal reinschauen können, wie das Ganze aussieht. Wie sieht es mit den Vor- und Nachteilen aus? Eigentlich eine klassische Frage, kann man sich relativ schnell beantworten, aber wenn man ein bisschen weiter denkt, dann kommt man zu Punkten hoch, die dann vielleicht doch gar nicht so vorteilhaft oder nachteilhaft sind. Wenn ich nur einen Punkt wählen würde als Vorteil von Automatik, Algo-Trading, würde ich sagen natürlich ganz klar, wir haben keine Energie und Emotionen mehr. Also wenn ich jetzt hier mein MetaTrader am Laufen habe, so, ich habe jetzt hier den Euro-Dollar auf dem 5-Minuten-Chart. Mein Test-ABC-Roboter handelt jetzt hier. So, wir gucken uns jetzt den Chart an. Ich gehe mal ein bisschen kleiner rein. So, wir sehen, okay, ist ein bisschen gestiegen, ist gleich eine Korrektur. Das letzte Tief ist nicht tiefer als das letzte Tief davor. Würden wir persönlich jetzt vielleicht wirklich einfach nur jetzt reingeraten, sagen, okay, das sieht jetzt ganz klar aus nach einer Korrektur und es geht weiter nach oben. Ich würde jetzt ja kaufen. Dann kommt aber der Roboter rein. Da würde ich jetzt sagen, nee, kaufen nicht. Ich gehe jetzt hier short an der Stelle und meinen Stop-Loss, den packe ich auch ganz weit oben und den TP setze ich irgendwie hinten, unten. Würden wir davor sitzen, hätten wir wahrscheinlich ein bisschen Bauchschmerzen. Und da kommen wir zum großen Fehler, den sehr, sehr viele machen. Da würden viele Trader jetzt ankommen und sagen, nee, lieber Roboter, ich glaube, da bist du irgendwie kaputt. Das ist doch eindeutig, dass der Markt jetzt steigt und du möchtest hier shorten? Niemals. So. Wo ist da der Vorteil? Wir waren ja gerade bei den Vorteilen. Der Vorteil natürlich ist, das Handelssystem, egal welches, egal von wo wir es jetzt haben, das spielt gar keine Rolle. Es verfolgt wirklich strikt die eigene Strategie. Und wenn die eigene Strategie zum Beispiel sagt, wirklich nur ein Beispiel, der RSI ist über 40 und der Kurs ist über dem 20er Durchschnitt, dann gehe ich eine Short-Position ein. So, und wenn das eine Strategie ist, die wir über die letzten 5, 10, 15 Jahre getestet haben, und das Ergebnis auch profitabel ist, dann ist eigentlich gar nicht die Frage, ob wir jetzt hier einsteigen in diesem Moment, wo ein Signal da ist, sondern es ist eine klare Sache. Wir gehen nach der Strategie hier rein. Aber wie als menschlich jetzt später, der ja, Gefühle hat und nicht so kalt ist wie der Roboter, der würde halt hier sagen, ja, an sich müsste ich hier reingehen, aber es ist ja ganz klar, der Markt, der wird jetzt steigen, also da fällt nichts. So, und das ist ein großer, großer Fehler, den wir oder Sie wahrscheinlich als menschlicher Trader auch öfters schon mal begangen haben und sich da vielleicht auch ein bisschen wiedererkennen, dass man immer wieder sagt, ja, also eigentlich müsste ich jetzt, aber mein Gefühl sagt eigentlich nein. Und das ist ein großer, großer, großer und für mich der größte Vorteil eigentlich von automatischen Handelssystemen, dass sie frei von dieser Gier und von dieser Emotion sind. Das heißt, anderes Beispiel, der Markt würde jetzt extrem einbrechen, obwohl nichts passiert ist. Da würde bei uns die Gier wieder hochkommen, und wir sagen, uiuiui, ich muss jetzt hier eine Long-Position eingeben, da ist irgendwie vielleicht ein Fehler, irgendjemand ist da ausgerutscht auf der Tastatur, ich muss jetzt unbedingt rein. Während der Algo sagt, nein, meine Strategie oder meine Bedingung ist nicht erfüllt, also gehe ich auch nicht rein. Das heißt, Gier, Emotionen, ob positiv oder negativ, die gibt es hier einfach gar nicht. Das ist für mich so der größte, größte Vorteil im Algo-Trading, weil wir ein großes Problem von uns selbst aushebeln. Zweiter Punkt natürlich, Handeln rund um die Uhr, Tag und Nacht. Gar keine Frage, wir müssen auch mal schlafen gehen. Wir haben unseren Beruf, wir haben unsere Hobbys, unsere Beschäftigung. Wir können nicht durchgehend handeln. Der Vorteil einer Forex natürlich, ganz klar, wir haben den durchgehenden Handel. Wir handeln auch gerne mal oder haben auch gerne mal Bewegung mitten in der Nacht, die wir als menschlicher Trader auch nicht mitnehmen. Aber dem Algo, dem ist es egal, ob 2 Uhr morgens, 14 Uhr, 20 Uhr, wenn das Signal da ist, entsprechende eigene Strategie, dann wird es auch umgesetzt. Und die strikte Umsetzung der Handelsstrategie hatten wir schon. Die Geschwindigkeit ist der vierte Punkt. Also wenn wir jetzt gerade ein Ereignis haben, wir möchten jetzt gerade unsere Long-Position aufbauen, dann müssten wir natürlich erstmal schauen, okay, mein Stop-Loss, den setze ich jetzt hier. Den TP setze ich jetzt hier. Ich möchte jetzt nur 1% riskieren. Wie viel Volumen kann ich fahren? Also es sind so Sachen, die mit der Übung natürlich immer schneller werden, aber sie brauchen durchaus 1, 2, 3 Sekunden,
Und in diesen 2, 3 Sekunden könnte der Markt schon in unsere Richtung gelaufen sein, was dafür sorgt, dass wir mit jedem Trade-Einstieg immer ein bisschen was liegen lassen. Beim Roboter, gar keine Frage, das sind Millisekunden, wenn jetzt die Bewegung da ist oder eine neue Kerze gezeichnet wird, dann ist das Signal fertig. Das wird umgesetzt, da gibt es nichts groß zu rechnen für den. Das ist eine einfache, das ist für den PC einfach nichts. Also wirklich im Millisekundenbereich, da geht es eher darum, dass die Order rausgeht, zum Broker geht, umgesetzt wird und so weiter. Mehrere Märkte. Ist wahrscheinlich für die meisten im ersten Moment nicht wichtig, aber wenn wir uns überlegen, wir haben eine profitable Strategie, die jetzt zum Beispiel auf den Euro-Dollar funktioniert, die wir vielleicht jeden Tag manuell handeln, könnten wir, je nachdem auf welchem Zeitintervall wir unterwegs sind, wahrscheinlich auch noch für den DAX nutzen, aber irgendwann wird es schwer. Irgendwann hätten wir dann 10, 20 Charts offen und da den Überblick zu bewahren, schwierig. Da kommen wir wieder so ein bisschen in Punkt 1 oder Punkt 3, wir machen Fehler. Wir verrechnen uns, wir sehen Trades, wo keine Trades sind, wir übersehen Trades, wir sind schnell K.O. Deswegen für den PC ist es auch kein Problem oder für den Metatrader, wenn wir dann einfach einen neuen Chart aufmachen, noch einen neuen Chart und wir dann hier 4 Charts aufhaben und überall den EA, also den Roboter, raufpacken, das ist für ihn kein Problem. Der wird einfach, der kann auch 50 Charts gleichzeitig handeln, ohne dass irgendwie der PC ausgelastet ist. Ne? Also dass die Berechnung schon im Metatrader relativ Hardware schon, sage ich mal. So, natürlich will ich eine Seite nicht verstecken, und das ist natürlich auch die Nachteilseite. Da ist auch wieder so ein Punkt, wo man vielleicht für sich sagt, okay, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, ist dann vielleicht doch nicht so die Thematik für mich. Ganz klar, der Einstieg ist nicht leicht. Und das ist so der Punkt, wo wir von AlgoCamp schon seit vielen Jahren dran arbeiten und immer wieder versuchen, auch wenn es lange, lange dauert und noch lange nicht erreicht ist, den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Was heißt Einstieg oft nicht einfach? Die Frage ist natürlich, die Frage stellen wir uns wahrscheinlich auch heute hier im Webinar, wie kann ich denn jetzt nun anfangen? Also wenn ich sage, mich interessiert das, okay, muss ich jetzt programmieren lernen? Wo bekomme ich die EAs her? Wie stelle ich sie ein? Was sind die Erwartungen? Wie kann ich sie selbst testen? Wo finde ich welche? Wie kann ich programmieren? Also es sind relativ viele Fragen oft am Anfang, weil wir auch so ein bisschen von den Filmen ein bisschen beängstigt werden, wenn wir sehen, wie die bösen Roboter plötzlich außer Kontrolle sind und unser Konto vernichten und von heute auf morgen da mal Fehler passieren. Das ist so, wenn man das Menschen erzählt, die nicht vom Fach sind oder nicht aus der Trading-Welt kommen, dann sind das so die Punkte, die dann oft relativ schnell kommen oder so die erste Rückfrage sind, boah, was ist denn, wenn da was schief geht? Was ist denn, wenn da mal was außer Kontrolle geht oder abstürzt? Berechtigt die Frage oder der Einwand, aber im Endeffekt ist die Gefahr relativ gering. Aber kommen wir auch gerne nochmal später darauf zu, wenn wir nochmal im Metatrader sind, was dann eigentlich passieren kann im schlimmsten Fall. Und der schlimmste Fall ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Was sind noch die Nachteile? Schwer zu unterscheiden zwischen guten und schlechten Algos. So, das ist ein ganz großer Punkt und den sehe ich persönlich eigentlich als schwierigsten Punkt an. Das Netz ist voll mit Handelssystemen, speziell jetzt Expert Advisor für den Metatrader, wo wir schöne Performance-Kurven sehen, die wir aber oft zum Teil nicht wirklich lesen können, weil da viele Details versteckt sind. Also gerade Stichwort Martingale-System. Das heißt, so kurz eine Strategie aus dem Casino. Wir setzen 10 Euro auf Rot, es kommt schwarz. Wir setzen 20 Euro auf Rot, wieder schwarz. 40, 80. Also wir verdoppeln immer wieder unseren Einsatz und eine Hoffnung, dass der Markt endlich mal dreht, wird auch sehr, sehr gerne im Trading umgesetzt. Das heißt, wir würden quasi jetzt hier unten, so im Tief vom Euro-Dollar, hätten wir geschortet. Der Markt steigt, wir shorten 2 Lots, der steigt, wir shorten 4 Lots, 8 Lots, 16 Lots, 32 Lots, in der Hoffnung, dass der Markt endlich mal dreht. Funktioniert relativ lange, also oft in der Regel am Anfang kommen wir damit einige Tage durch und machen gute Renditen. Aber der Tag kommt früher oder später, wo der Markt dann halt mal nicht korrigiert, sondern einfach weiter rennt. Wir haben kein Geld mehr für mehr Positionen. Der Margin Call kommt, der Broker muss Positionen schließen. Und davon gibt es da draußen leider massig an Handelssystemen, die sehr schöne Performance-Kurven haben. Wenn wir uns das,
Jetzt halt mal Sie eine Performance-Kurve angucken würden, die würde wirklich so aussehen. Ne? Solche Performance-Kurven, wenn wir das sehen, ich weiß nicht, das Handelssystem, $29 mit 100% am Tag, da wird man relativ schnell mal schwach und möchte da wahrscheinlich gerne mal einsteigen. Und wenn man gerade neu ist in der Thematik, weiß man natürlich nicht, ja, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Ne? Wir sehen jetzt nur diese Performance-Kurve. Wir fangen hier an irgendwie bei 1.000 Euro und enden nach 2 Jahren bei 1,2 Millionen. Also ein schöner Profit, sowohl absolut als auch prozentual. Aber wir können nicht genau wissen, ist diese Performance-Kurve jetzt hier besser als wenn wir eine Performance-Kurve haben, die jetzt vielleicht so aussehen würde, ne? So Neulinge oder einfach Unerfahrene in dem Bereich würden sich dann wahrscheinlich eher für die grüne Performance entscheiden als für die rote. Deswegen, das ist so ein großer, großer Nachteil, erstmal reinzukommen und zu verstehen, was heißt gut, was heißt schlecht. Der nächste Punkt ist die Programmierung. Aber da möchte ich ganz klar sagen, davon sollten wir uns gar nicht abschrecken lassen. Die Jahre sind zum Glück vorbei, wo wir sagen, ich muss programmieren lernen. Ich muss mich da einarbeiten, eine neue Programmiersprache lernen, testen, programmieren, testen, programmieren. Können wir natürlich machen. Also wer die Leidenschaft hat, wer das Können hat und die Zeit hat dafür, ist es eine schöne Sache, weil wir dadurch einfach unabhängig sind und selbst unsere Systeme programmieren lassen können. Aber der große Vorteil, da hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon Webinare gemeinsam mit FXpert gehabt. Wir haben zum Beispiel auch einen kurzen Ausflug. Wer sagt, ich möchte selbst bauen, aber ich kann nicht programmieren, haben wir zum Beispiel selbst auch den IA-Generator auf unserer Seite. Das heißt, wir können ohne das Programmieren einfach mit der Maus unsere Handelssysteme im Browser zusammenklicken. Das heißt, wir sagen quasi, ich möchte jetzt den Bollinger Band, den ATR, den SMA haben, teste das Ganze und dann kann ich im Endeffekt auch meine Handelssysteme programmieren, ohne zu programmieren. So, also nur der Punkt ist zum Teil gerechtfertigt, dass es ein Nachteil ist, aber am Ende des Tages haben wir auch schon viele Mittel da draußen heutzutage, um Handelssysteme zu entwickeln, ohne wirklich zu programmieren. Oder natürlich alternativ, und das ist so der klassische Einstieg eigentlich, das, was die meisten machen, ist die Frage, puh, wo kaufe ich mir eins? Wo miete ich eins? Was muss ich zahlen? Was ist realistisch oder auch nicht? Dritter Nachteil, wir lernen nicht viel. Und das ist immer so ein großer Nachteil, der von vielen kommt, die einfach kein Fan sind von der Thematik. Ist prinzipiell richtig, wenn wir ein Handelssystem laufen lassen, dann lernen wir natürlich nichts für unser manuelles Trading. Also wenn ich als Ziel habe, auch noch manuell profitabel zu werden, dann wird mir der Roboter nicht viel beibringen. Er erzählt dir nicht viel, er spricht ja nicht mit mir, er macht einfach nur. Das ist korrekt. Ja, wir haben einen ganz klaren Fokus. Das System soll einfach Geld bringen, mittelfristig und nicht mehr. Stimmt. Kann man gar nichts gegen sagen. Aber wenn wir trotzdem noch das Ziel haben und auch die Leidenschaft für das Trading, trotzdem manuell zu traden, das eine schließt das andere nicht aus, ne? Also wir können, und das empfehle ich immer, finde ich persönlich auch immer sehr, sehr angenehm, das, so habe ich gestartet, so läuft das bei mir heute noch, dass wir einfach einige Konten haben, die laufen zu 100% automatisiert und andere Konten, da wird manuell drauf getradet. Das heißt, wenn man selbst mal nicht in Laune ist, nicht in Phase ist, sich nicht bereit fühlt zu traden oder einfach eine schlechte Phase hat und gerade eine Verlustphase hat, nicht schlimm, im Idealfall haben wir noch die Roboter, die dann halt die Gewinne einfahren im Zeitpunkt. Aber ja, ich will keine Träume erzählen. Natürlich kann es auch sein, dass wir selbst manuell schief liegen und unsere Roboter haben gerade auch eine Verlustphase. Das kann natürlich sein. Aber wir haben halt den Vorteil trotzdem noch, dass wenn wir selbst einfach nicht handeln, weil wir im Urlaub sind, uns nicht fit fühlen, was auch immer machen, dass wir immer noch die Roboter haben, die so ein bisschen ja, unsere Konten bewegen und dafür sorgen, dass das Geld nicht einstoppt. Der letzte große Nachteil, könnte man eigentlich in Klammern setzen, ist halt diese ständige Versuchung einzugreifen. Und das ist so eine Pest, die immer wieder reinkommt, die wir eigentlich irgendwann erstmal lernen. Wir haben den Roboter, der Roboter ist eine Position eingegangen. Nehmen wir einfach mal an, der ist jetzt hier in etwa, ist ja short gegangen. Ja? Die Position jetzt ist gut im Gewinn. Und er würde aber die Position jetzt noch nicht schließen. Und wir sitzen aber hier vor und denken uns, boah, super, 100 Euro oder 120 Euro haben wir jetzt schon drin. Ich mache einfach mal hier unten den Klick, zack, nehme diese 100, 110 Euro mit. So, wie es weitergeht, wissen wir natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass der Markt hoch in den Stop-Loss läuft
und wir denken uns, super, ich bin eh besser als der Roboter oder der Markt läuft noch runter auf seine 500 Euro und wir denken uns, Mist, habe ich wieder Mist gebaut. Erfahrungsgemäß kann ich nur sagen, ist dieses manuelle Eingreifen immer tödlich, denn der Roboter agiert ja basierend auf seiner Strategie, die er über die letzten Jahre getestet hat. Das heißt, er weiß in dem Moment ja schon, was die besten Einstellungen waren oder die beste Strategie über die letzten x Jahre. Und wir als Trader sind dann oft so egoistisch und denken dann in dem Moment, ich weiß es besser. Dabei haben wir gerade nur diesen Zeitintervall oder jetzt den Euro-Dollar von 14 Uhr bis jetzt 18.30 Uhr auf dem Schirm und nicht die letzten 15 Jahre, was der Roboter wiederum in Erinnerung hat. Das ist immer so ein, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich lustig, aber auch ein bisschen komisch, dass wir immer wieder denken, dass wir in dem Moment das besser wissen. Und das ist ein großes Problem, weil wenn wir das immer wieder machen, versauen wir unseren durchschnittlichen Ertrag pro Trade. Das heißt, wir haben jetzt mal 100 Euro anstatt 5 Mal mitgenommen, das nächste Mal nehmen wir 10 Euro mit anstatt 100 Euro und so weiter. Das sorgt dann irgendwann dafür, dass die Verluste, die lassen wir natürlich laufen, da greifen wir natürlich nicht ein, dass einfach die Gewinne dann nicht mehr groß genug waren, um diese Verluste auszugleichen. Das kann dann sein, dass wir nur durch das manuelle Eingreifen dafür sorgen, dass das automatische System nicht mehr profitabel ist, weil wir einfach die Gewinne immer kappen. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. So, ich nehme kurz mal eine Frage noch mit auf, bevor wir zum nächsten Thema gehen. David, kannst du bitte mal erklären, wie große Marktteilnehmer mit ganz kurzfristigen Algos ihr Geld verdienen? Unterschiedliche Arten und Weisen. Also es gibt eine Liga, da spielen wir alle nicht mit. Da spiele ich nicht mit, da spielen auch Vermögensverwaltung zum Teil nicht mit. Da geht es um Millisekundenbereich. Ne? Also da geht es zum Beispiel darum, dass wir wirklich Milliarden ausgeben, um die kürzeste Leitung zur Börse zu haben, wo wir eine unfassbare große Infrastruktur haben, um wirklich im Millisekundenbereich unterwegs zu sein. Das ist eine Liga, da spielen wir nicht mit, da müssen wir auch nicht mitspielen, weil wir da wirklich unendlich viel Kapital brauchen, um diese extrem schnelle Verbindung zur Börse haben, um da wirklich im Millisekundenbereich noch was zu reißen, weil wir gerade irgendwie mitbekommen, okay, hier ist jetzt eine News rausgekommen und ich sitze quasi auf dem Schoß vom Börsenserver und drücke jetzt meine Order rein und bin da extrem schnell unterwegs. Das ist eine Liga, da spielen wir nicht mit, da müssen wir nicht mitspielen. Ja, also wir haben dadurch auch keinen Nachteil. Wir haben nämlich einen großen Vorteil in dem Moment, dass wir als privater Trader nicht großes Volumen unterbekommen müssen. Ne? Das heißt, wenn wir da so eine Monster-Infrastruktur aufgebaut haben, dann können wir da nicht mit 2 Lots reingehen, sondern müssen wir auch schon Millionen reindrücken. Und wir bewegen damit wiederum den Markt und sorgen dafür, dass andere auf uns aufmerksam werden. Deswegen kurzfristig, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir als mittelgroßer Marktteilnehmer, also ich sage jetzt einfach mal Millionenkonten von, weiß nicht was, 5 bis 10 Millionen Konten ausgehen, die kurzfristig was umsetzen möchten, die sind einfach auf kurzen Zeitintervallen unterwegs, das heißt so Minute 1 bis maximal 5 Minuten Kerzen, gerne auch auf Range-Bars, das heißt wir zeichnen die Kerzen nicht, wenn ein Zeitintervall vorbei ist, zum Beispiel 1 oder 5 Minuten, sondern zum Beispiel dann, wenn immer 4 Pips Bewegung da sind oder 5 Punkte im DAX zum Beispiel. Das heißt, wenn der DAX sich jetzt 10 Minuten 2 Pips hoch und runter bewegt, haben wir keine neue Kerze, sondern wir haben erst dann eine neue Kerze, wenn wirklich 5 Punkte oder Pips nach oben und unten gezeichnet wurden. Das heißt, kurzfristig, wenn wir da Geld verdienen wollen, sind wir auch auf kurzfristigen Zeitintervall unterwegs und haben halt da unsere Logik angesetzt. Und wie die aussieht, ist unterschiedlich. Ob wir auf Indikatoren gucken, ob wir auf das Volumen schauen, es gibt unendlich viele Arten. Es gibt nichts Falsches, nichts Richtiges, aber das ist im Endeffekt so, dass das große Geheimnis, welche genauen Strategien setzen die Marktteilnehmer so um. Die nächste Frage, kann man automatisierte Handelssysteme tatsächlich nur mit MT4 oder MT5 umsetzen oder wäre das auch mit anderen Tools, wie zum Beispiel die TWS, also die Trader Workstation, möglich? Also ja, wir können zum Beispiel bei der TWS, ist die klassische Variante oder die verbreiteste Variante eigentlich die, dass wir den Ninja Trader zum Beispiel nutzen, den an die TWS docken und darüber halt im Ninja Trader programmieren. Also der Ninja Trader hat auch eine Möglichkeit zu
automatisch Handelssysteme zu laufen zu lassen. Es gibt eine eigene Sprache, mit der man umsetzen kann. Die ist auch relativ weit verbreitet. Also wenn man sich da reinfuchst, findet man auch einiges zu Netz. Das geht auch. Ne? Aber die Community dahinter ist nicht so groß wie zum Beispiel von MetaTrader. Also wenn wir im MetaTrader irgendwas suchen, also wenn ich jetzt irgendwas, was den Rainbow Supertrend suchen möchte oder den RSI in Eon-Farben, dann werde ich das wahrscheinlich schon 50 Mal im Netz irgendwo finden zum kostenlosen Download. Beim NinjaTrader müssen wir da uns ein bisschen mehr reinfuchsen. Ne? Also wir müssen, wir werden da nicht so viele Varianten finden. Wir müssen wirklich viel selbst programmieren und uns da reinfuchsen und das entwickeln. Wir haben nicht so viele Generatoren. Deswegen darf man das nicht unterschätzen, dass die Community vom MetaTrader aber viel, viel größer ist als vom NinjaTrader. Aber auf die Frage zu antworten, nein, wir müssen nicht unbedingt im MetaTrader bleiben. Der NinjaTrader oder beziehungsweise TPS würde auch gehen. Perfekt, gehen wir weiter und kommen wir später auf die nächsten Fragen gerne nochmal zurück. Und dann schaue ich mal, ob ChatGPT inzwischen funktioniert, leider noch nicht. Aber soll uns nicht weiter stören. Nehmen wir mal ein Beispiel Performance. Das finde ich mal ganz schön, weil in der Regel sehen wir immer Performance-Charts, wie zum Beispiel, sagen wir mal, irgendeine Performance von uns, wo wir nicht auf die Zahlen gucken, sondern nur auf die Kurve hier. Guck mal, ich ein bisschen ranzoome. So. Egal welches System, darum geht es nicht. In der Regel haben wir immer solche Performance-Kurven. Das heißt, wir sehen einfach den Verlauf. So, und was sehen wir hier? Okay, steigend, schön, auch mal fallend, auch mal stagnierend, okay. Was ich immer empfehle, und denke ich zurück auf die Präsentation mit dem Beispiel, was ich immer empfehle, ist, sich die Performance auch auf Monate anzugucken. Ich gucke nochmal kurz zurück. Das beides ist das gleiche System, es sind die gleichen Zahlen. Hier natürlich immer nur die Jahresendperformance und hier das Ganze runtergebrochen auf die einzelnen Monate. Und dann nehmen wir uns mal den schlechtesten Zeitpunkt heraus. Einfach nur, um so ein bisschen zu gucken, ob wir da emotional fit zum Beispiel für sind. Wir nehmen hier oben Mai 2010 rein. Ne? Also wir denken mal zurück. Wir sehen jetzt zum Beispiel diese Performance-Kurve. Denken, super, das System gefällt mir. Das lasse ich starten. Super, wir legen los. Und dann fangen wir hier im Mai an. Und dann haben wir den Mai durchgezogen und haben erstmal 30% verloren. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie fühlen wir uns in dem Moment? Sagen wir uns, okay, war jetzt klar, also der maximale Drawdown, der angezeigt wurde, der war ja größer oder das gehört dazu. So wäre eigentlich die richtige Einstellung. Aber für viele ist das in dem Monat auch schon vorbei, weil sie denken, okay, das System muss doch jeden Monat Geld verdienen. Das ist ja irgendwie Schrott. Also mache ich das Ganze aus. Anderes Beispiel. Nehmen wir den, naja, man würde im ersten Moment sagen, den idealen Zeitpunkt, aber eigentlich der noch gefährlichere Zeitpunkt ist, dass wir dann zum Beispiel nehmen wir hier den Juni 2013, einen Monat mit 20%. Wir starten in Juni, wir sind vielleicht ein bisschen skeptisch unterwegs und haben dann doch den Monat beendet mit 20% Rendite. Das ist gefährlich, also wieso sage ich, ist es hier gefährlich? Wahrscheinlich kommen wir relativ schnell in den Moment, wo wir sagen, okay, also hier wurde was von Money Management erzählt und von Volumen her, dass es nicht zu hoch eingestellt werden sollte, aber völlig egal. Ich habe doch jetzt 20% gemacht. Erstmal das Volumen schön nach oben schrauben, richtig hochsetzen. Dann kommt der Juli, wo wir mal 11% Verlust haben. Was Verhältnis top ist, also wir haben immer noch unsere 9% im Gewinn vorne. Aber wir haben dann unser Volumen angehoben und ja, wahrscheinlich viel mehr verbrannt, als wir im Monat davor verdient haben. Deswegen diese Kopfgeschichte. Also ich habe es damals, als ich angefangen habe, mich in der Thematik einzulesen, auch immer ignoriert. Wenn Leute zu mir gesagt haben, du, Strategie, Technik ist eine Sache, aber am Ende des Tages musst du selbst im Kopf fit sein und darfst nicht eingreifen und du musst relativ trocken an die Sache rangehen, habe ich immer gesagt, ja, ist alles Quatsch. Also ich bin hier auf Strategie aus und der Rest ist Quatsch. Ist aber tatsächlich nicht so. Also anders gesagt, es ist wirklich so, dass wir oft, also dass das Problem im Algo-Trading oft 20, 30 Zentimeter vor dem PC sitzt und sehr, sehr viele es schaffen, trotz profitablem System, ob selbst programmiert, gekauft, gefunden, völlig egal, trotzdem Geld verlieren, weil sie einfach zu hohe Erwartungen haben, weil sie ständig eingreifen oder weil sie mal nach 2 Monaten, wenn sie im Mai und Juni angucken, wo wir dann zusammen 48% gemacht haben,
denken, wir sind schon der Übertrader und wir schieben unser komplettes Geld drauf und erhöhen das Risiko und dann haben wir mal Verlustphasen und fahren alles gegen die Wand. Deswegen sage ich immer ganz klar, wenn sich jemand für ein System interessiert, nicht nur auf die, ja, ich sag mal, die abgespeckte Variante einer Darstellung achten, sondern wirklich auch in die Monate reingehen und sich die Frage stellen, ganz klar, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meine 2000 Euro und ich sehe hier meine Monate mit minus 30%, bin ich bereit, 600 Euro zu verlieren und trotzdem das weiter durchzuziehen? Die Antwort müsste eigentlich lauten, ja, weil sonst bringt das Ganze hier nichts. Also sonst ist es einfach eine Glückssache und wir hoffen, dass wir irgendwo in einer grünen Phase starten, aber am Ende des Tages, ja, wenn wir auf Glück auf Glück setzen, dann ist vielleicht Trading nicht das Richtige, dann macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt ins Casino gehen oder mit Trading anfangen. Die Frage ist immer ganz wichtig, die stelle ich immer persönlich vielen Neulingen, wenn sie noch unsicher sind in der Thematik, dann sage ich immer, schau dir diese Grafiken an, diese Zahlen an und schau, ob das was für dich ist oder nicht. Deswegen, bei uns ist es immer so, wir haben nicht nur diese Performance-Kurve auf der Seite, sondern wenn es um andere Systeme geht, wir haben auch immer diese Zahlen noch dazu. Schreckt manchmal ab, aber das ist uns lieber. Wir möchten ja kein Marketing mit Ferrari und Lamborghini betreiben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, worauf ich mich sehr, sehr freue. Das ist Punkt künstliche Trading Intelligenz. Wir haben ja ChatGPT. Ich gucke nochmal, ob es geht. Wahrscheinlich ist es halt immer noch überlastet. Ist so ein Tool, was die letzten Monate ja ganz schön hoch gehypt wurde. Das heißt, ein Tool, was für uns alles machen kann, was für uns Hausarbeiten schreibt, was unsere Kündigung schreiben kann, was wirklich, also es kann, wir sagen dem Tool einfach, hey, ich brauche eine Kündigung, kündige mein Arbeitsverhältnis zum nächsten möglichen Termin, schreib es möglichst freundlich und er schreibt das einem halt einfach vor. So, das ist die künstliche Intelligenz. Gerade was Google und Microsoft so in der letzten Zeit anging, gab es viele Gerüchte, dass da auch die künstliche Intelligenz ein bisschen implementiert wird in Suchmaschinen. Und im Trading sehe ich das auch öfters, auch schon vor dem Hype um die künstliche Intelligenz, dass das oft oft einfach raufgeschrieben wird auf Handelssysteme. Ne? Also im Endeffekt kann man ein automatisches Handelssystem theoretisch auch als künstliche Intelligenz vermarkten? Sehe ich nicht ganz so. Ich gehe gleich nochmal ins Detail darauf ein, wieso es große, große Unterschiede dazwischen sind, zwischen künstlicher Intelligenz und zwischen einem üblichen Handelssystem oder üblichen Algorithmen. Bleiben wir beim Tesla. Wenn der Tesla automatisch fährt, Gegenstände, Hindernisse erkennt, das ist per Definition für mich auch keine künstliche Intelligenz, sondern eher so klassische Überprüfungen, so wie ein normales Handelssystem auch. Aber die Frage ist natürlich, ist das so das nächste große Ding? Ist es der heilige Gral im Algo-Trading? Fangen wir quasi morgen oder übermorgen alle damit an, mit der künstlichen Intelligenz zu traden, weil die künstliche Intelligenz muss es ja wissen, sie weiß ja sonst auch alles. Wenn wir uns jetzt so die Tools ansehen, also ChatGPT, für die es nicht kennen, ist halt eine künstliche Intelligenz, die vor kurzem veröffentlicht wurde und mit der können wir quasi per Tastatur einfach kommunizieren. Also das, was ich gerade gesagt habe, schreibt mir eine Kündigung oder wir fragen das Tool einfach, das hätte ich jetzt gerne gezeigt, aber die Seite ist leider überlastet, dass ich sage, hey, liebe künstliche Intelligenz, wo lag eigentlich der Apple-Höchstkurs am 1. Juli 2017? Und sie würde es einem sofort sagen. Ne? Das ist klar, ich könnte auch googeln. Aber es ist ja nicht so cool, wie wenn wir eine künstliche Intelligenz fragen. So, solche Sachen. Ich kann Ihnen Rechenaufgaben stellen und so weiter. Es ist sehr, sehr gut aufgebaut. Ne? Also es kann wirklich Texte für uns schreiben, wenn wir jetzt beispielsweise eine Hausarbeit haben und wir eine Seite schreiben müssen über FX-Wert, über den Broker FX-Wert, da könnten wir das auch von der KI umsetzen lassen. Und die künstliche Intelligenz würde einfach in ihrem Datenschatz nachgucken und würde uns dann ein kleines Referat über FX-Wert schreiben. Und wir sparen uns quasi die Arbeit. So, jetzt ist die Frage, ist das nun wirklich das nächste große Ding und wie können wir das im Trading übersetzen? So wie sieht die künstliche Intelligenz aus und wieso sage ich persönlich, dass künstliche Intelligenz oft nicht da drin ist, wo sie drin steckt? Ich würde mal, hier wollte ich nicht hin,
in den MetaTrader gehen. Wir gehen mal einfach als Basis, ob es profitabel ist oder nicht, spielt keine Rolle. Nehmen wir einfach mal zwei Indikatoren hier rein. Nehmen wir jetzt den MACD, Klassiker. Nehmen wir von mir aus noch den ATR rein. So. Ein normales, um nicht die künstliche Intelligenz zu malen, ein normales Handelssystem. Die Logik würde zum Beispiel so aussehen, wenn der Euro-Dollar auf 15-Minuten-Chart, der MACD über dem Nullpunkt ist und der ATR über einer gewissen Grenze ist, die wir jetzt einzeichnen. Einfach mal. So, der ATR über 0,0011 liegt und der MACD über den Nullpunkt liegt, dann ist das jetzt ein Short-Einstieg. So, andersrum ist es ein Long-Einstieg. Stop-Loss, ganz klar, sagen wir einfach immer, ist es zweifache ATR, also jetzt in dem Fall sind es dann 20 Pips. TP, das Doppelte, also das Vierfache, sprich dann 40 TPs. Das wäre so eine übliche Logik. So laufen Handelssysteme. Wenn wir im MetaTrader, wir haben ja standardmäßig EAs vorinstalliert, zum Beispiel der MACD Sample. So sieht ein Handelssystem intern aus. Ne? Also wir wollen jetzt nicht anfangen zu programmieren, das soll nicht unser Thema sein, aber hier sehen wir zum Beispiel auch die Logik so eingebaut. Ist der MACD über 0? Haben wir hier ein Signal? Liegt es da? Dann gehen wir Short, dann gehen wir Long, TP, SL und so weiter. So laufen Handelssysteme ab. So laufen die meisten Handelssysteme ab. Und das wird oft als künstliche Intelligenz vermarktet. So, man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, ist das jetzt eine Intelligenz oder nicht? Ich persönlich sage nein, ist das keine künstliche Intelligenz, sondern ist es einfach eine klassische Programmierung. Und das soll jetzt gar nicht negativ sein, also ich bin auch großer Fan davon, sondern einfach eine klassische Programmierung, wo wir Datenpunkte haben, die wir beachten. Das jetzt ist natürlich extrem simpel. MACD und ATR als Ein- und Ausstiege zu verwenden, ist, wie gesagt, es geht nur um die Erklärung. Bei besseren Handelssystemen ist es natürlich so aufgebaut, dass wir mehrere Datenpunkte haben. Dass wir zum Beispiel sagen, wir traden zwar den Euro-Dollar, aber ich schaue trotzdem noch auf den DAX und ich schaue trotzdem noch auf den britischen Pfund und schaue, wie der Markt sich da bewegt. Ich schaue trotzdem auf übergeordnete Timeframes, also zum Beispiel auf den Tageschart. Ich schaue auf das Volumen und ich habe noch 10 andere Indikatoren. Ich habe mathematische Formeln, die ich verwende. Aber im Endeffekt sind das alles feste Datenpunkte, die ein Programmierer mal beigebracht hat. Also jetzt haben wir nur zwei Datenpunkte, MACD, ATR. Wenn wir das ein bisschen besser angehen und ja, einen ordentlicheren Algo haben, haben wir dann zum Beispiel 10, 15 oder 20 Datenpunkte. Und der Algorithmus sieht dann so aus, okay, ich habe jetzt diese 20 Datenpunkte, die muss ich mir angucken. Wenn die erfüllt sind, gehe ich in Trade ein oder ich gehe keine Trade ein. Eine künstliche Intelligenz, wenn wir da auf die Definition schauen, und das ist so meiner Meinung nach, eine Intelligenz würde dann bestehen in dem Moment, wenn das System neue Datenpunkte selbst miteinander kombinieren kann. Das heißt, wenn das unser Algo ist und wir sagen, hey, künstliche Intelligenz, 2000 Euro und wir machen unsere 100% im Monat, dann müsste die Intelligenz auch selbst drauf kommen, okay, ich schaue bisher immer nur auf den MACD und auf den ATR, aber ich habe gemerkt, der RSI, der liefert noch bessere Signale und ich nutze ab sofort den RSI als Indikator. 3 Monate später nutze ich den RSI nicht mehr, weil irgendwie sind die Signale schwach geworden und ich achte jetzt auf ganz andere Datenpunkte. Ich achte zum Beispiel auf das Wetter, weil ich merke, bei gutem Wetter sind die Trader und die großen Trader alle im Urlaub und das Volumen nimmt ab und traden nicht mehr so viel. Bei schlechterem Wetter sind alle wieder im Büro, wir haben mehr Volatilität. Das ist für mich eine künstliche Intelligenz. Ja? Also so wie wir sie selbst ja auch haben, unsere Intelligenz. Wenn wir quasi wie bisher jeden Tag die Türklinke runterdrücken, um rauszugehen und es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann stehen wir nicht davor und versuchen es 50 Mal, sondern wir merken irgendwann, okay, die Türklinke klemmt oder sie ist kaputt oder irgendwas ist und ich muss jetzt was anderes machen. Und das ist eine Intelligenz und die müsste in einem Algo auch vorhanden sein. Deswegen
Muss ich persönlich sagen, gibt es da draußen viele, viele Systeme. Und da will ich auch ganz klar sagen, ich habe nicht alles gesehen, ich kenne nicht alles, also ich möchte gar nicht urteilen darüber. Vielleicht kenne ich einfach nicht alles. Aber in der Masse oder in der Regel steht oft künstliche Intelligenz drauf, obwohl damit eigentlich nur das gemeint ist, was ein normales Handelssystem macht, nämlich Datenpunkte beachten. MACD, ATR, ob irgendein anderen Indikator, mathematische Formeln, andere Werte. Es können auch fundamentale Daten sein, zum Beispiel von Aktien, einfach wirtschaftliche Daten sein. Wetterdaten sind zum Beispiel auch ein Punkt, der relativ oft genutzt wird. Aber eine künstliche Intelligenz steckt dahinter noch nicht. So, und gerade als ChatGPT losging, war der Hype auch relativ schnell da und auch so in der Trading-Szene wurde das gerne ein bisschen reißerisch angepriesen, ob das jetzt nun wirklich das nächste große Ding ist und wir jetzt die künstliche Intelligenz haben, die garantiert weiß, wo es hingeht. Und wie gesagt, das hätte ich gerne jetzt auch gezeigt, mit ein paar Befehlen. Und Stand jetzt oder Stand heute, würde ich persönlich sagen, ist da noch nichts Spruchreifes, was uns irgendwie was bringen kann. Also wenn ich beispielsweise jetzt den ChatGPT Fragen stelle, wie zum Beispiel sage, in welche Aktien würdest du dann investieren? Oder soll ich jetzt heute den DAX traden? Oder welche Aktien siehst du für dieses Jahr als profitabel oder als vielversprechend? Dann gibt es halt nur Antworten wie, klar, der Klassiker darf ich nicht sagen. Ich bin kein Anlageberater. Gut, das kann man auch umgehen, indem man einfach nur sagt, was wäre, wenn theoretisch, was würdest du theoretisch machen? Aber dann scheitert das in der Regel immer an einem Punkt. Und zwar an dem Punkt, dass die Daten von dem Tool nun bis 2021 gehen. Das heißt, dieser Algorithmus oder diese Intelligenz wurde mal mit einer Masse an Daten gefüttert, aber diese Daten gingen halt nur bis 2021. So, und das ist einfach ein Punkt, wo wir schon relativ schnell merken, okay, das bringt uns nichts. Wir können, und das ist eine coole Sache, das hatte ich halt gerne jetzt auch gezeigt, wir können dem Tool sagen, hey, liebe künstliche Intelligenz, programmiere mir mal ein Handelssystem für den MetaTrader 4, wo wir auf dem einfachen SMA-Cross traden, also Durchschnitt, Kreuz, Durchschnitt. Das kann das Tool tatsächlich machen. Wir bekommen einen Quellcode ausgespuckt, also er programmiert vor uns diesen Roboter. Wir könnten den im MetaTrader 4 einfügen und hätten dann unser automatisches Handelssystem. Klar, geht das immer nur bis zu einem gewissen Grad, also wirklich komplexe und große Sachen werden halt schwierig, aber solche einfachen Sachen kann das Tool für uns programmieren. Aber, um das Ganze abzukürzen, wir können jetzt nicht darauf hoffen, dass dieses Tool garantiert weiß, wo der Kurs hingeht. Ne? Also dieses Tool, die künstliche Intelligenz, weiß garantiert, wo der Höchstkurs von der Apple-Aktie von 14 Tagen, 19 Stunden und 10 Sekunden war. Es weiß ganz genau, wo das Büro von der Fixed ist. Also solche Daten weiß es natürlich sofort und fast in der Regel auch immer ganz, ganz genau. Aber auch eine künstliche Intelligenz weiß nicht, wo der DAX morgen oder übermorgen hingehen wird. Schon gar nicht, wenn es nur mit Daten gefördert ist, die bis 2021 gehen. So, die Zeit drückt etwas bei uns, deswegen würde ich sagen, gehen wir ganz kurz auf das Thema teilautomatisch und vollautomatisch ein. Da würde ich sagen, wir springen einfach die Folien. Wir gehen mal nochmal in den Metasprecher rein. Und schau mal, wo sind da die Unterschiede. Vollautomatisch, ist klar. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein MACD-Sample, ein einfaches Handelssystem. Ich ziehe es rauf, sage hier oben Auto-Trading an. Das System würde jetzt vollautomatisch handeln. Das heißt, was muss ich machen? Nichts. Ich muss eigentlich nur gucken, ist mein Konto eingeloggt? Ist mein PC an? Ist der PC nicht abgestellt? Also hier läuft wirklich alles automatisiert, wie üblich für ein vollautomatisches Handelssystem. Dass wir die Position eingehen, ausgehen, TP setzen, SL setzen, Teilschließen, Stop-Loss nachziehen. Alles von A bis Z wird automatisch umgesetzt. Wir müssen wirklich nichts machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze teilautomatisiert umzusetzen. Ja, und teilautomatisiert würde zum Beispiel bedeuten, dass wir manuell unsere Trades eingehen. Also ich sage jetzt hier, ich möchte einen Euro-Dollar kaufen. Aber im Hintergrund zum Beispiel ein Algo läuft und dieser Algo für uns automatisch den Stop-Loss setzt. Dass wir einfach für den Notfall immer einen Stop-Loss haben, wo wir sagen, okay, Stop-Loss immer 0,5% vom Kontostand, setzt du automatisch. So, das wäre zum Beispiel ein Beispiel für ein teilautomatisches System. Ein anderes Beispiel, das ist auch von uns, das ist zum Beispiel der
Trading Screener, den Sie als FX-Kunde auch kostenlos bei uns beantragen können, der für uns zum Beispiel den Markt einfach scannt. Also wir können jetzt die Kriterien hinterlegen und zum Beispiel sagen, ich suche Märkte, wo der RSI über 40 ist, ich suche Märkte, wo der Markt gleichzeitig den Kreuz oder den Durchschnitt, den anderen Kreuz gekreuzt hat und so weiter. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel sofort eine Ampel und muss nicht die 50 Märkte durchgehen und gucken, RSI ist hier, Durchschnitt ist hier, sondern ich sehe einfach, okay, hier beim Euro-Dollar haben wir jetzt ein Short-Signal entsprechend unseren Kriterien, weiß ich sofort, kann ich raufgucken. Also solche Tools oder beispielsweise auch der Zero-Trader zum Teil, die helfen uns einfach. So, und da sind wir quasi Algo-Trader, aber nicht vollautomatisiert, sondern teilautomatisiert und unterstützen uns ein bisschen. Deswegen sage ich immer, wir müssen nicht komplett die Kontrolle abgeben, selbst wenn wir Spaß haben am manuellen Trading, was ja schön ist und was ich auch nach wie vor habe, aber wir können uns auch ein bisschen unterstützen lassen. Und ähnlich wie beim modernen Fahrzeug, wir müssen beim Einparken nicht unbedingt hinten gegenfahren. Der Wagen kann im Notfall auch einfach für uns manuell die Notbremse ziehen. Ne? Also wir parken manuell ein, aber wenn wir nicht mitkriegen, dass hinten schon eine halbe Stunde piept, dann bremst er automatisch. So ähnlich können wir auch die Teilautomatisierung jetzt hier in dem Beispiel sehen. So, gehen wir kurz zurück. Den letzten Punkt, und das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich noch mitgeben möchte, ist der konkrete Fahrplan. Also wenn Sie jetzt heute nach dem Webinar sagen, okay, ist interessant, wie geht's weiter, was können wir als nächstes machen? Oder wie wären so die nächsten Schritte, die ich persönlich gehen würde, wenn ich noch keine großen Erfahrungen gemacht habe? Punkt 1 finde ich persönlich ganz wichtig, auf jeden Fall Informationen sammeln. So, und wir haben ja schon einige Jahre zusammen mit FXpert einige Webinare durchgeführt und da viele, viele Themen behandelt, von der Programmierung, von Faktoren, wie wir gute von schlechten Systemen unterscheiden können, wie wir historische Daten besorgen können, Backtests durchführen können. Also wir haben sehr, sehr viele Themen schon durchgenommen in den Webinaren. Und die Aufzeichnungen sind auch auf dem YouTube-Kanal von FXpert alle vorhanden. Ich glaube, wenn man bei YouTube einfach eingibt, FXpert und AlgoCamp, dann gibt es eine große Auswahl an den ganzen Themen. Das heißt, hier müssen die kein Geld in die Hand nehmen und können sich da viel, viel zu angucken. Zweiter Punkt ist die Kalkulation, was wir am Anfang hatten, dass wir sagen, okay, was ist mein Kapital, was für eine Rendite ist möglich, entspricht das zu meinen Erwartungen oder habe ich einfach Erwartungen, die ich hier nicht mit erfüllen kann, dann ist die Reise vielleicht schon vorbei. Der nächste Punkt, ganz klar, wir brauchen unser Trading-Konto und müssen das Ganze kapitalisieren. Im Idealfall haben wir bei FXpert unser Konto oder wir öffnen unser Konto, ob am Anfang Demo oder direkt live, Ihre Entscheidung. Aber das Werkzeug brauchen wir. Nächster Schritt, mit dem Algo vertraut machen, finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir das Demo-Konto haben, einfach ein bisschen rumspielen. Also wenn ich jetzt hier mein Konto habe, dann packe ich hier einfach, wenn es ein Demo-Konto wäre, packe ich einfach mal ein EA rauf, gucke ein bisschen, ändere hier was oder ich ändere was an den Einstellungen vom Roboter, spiele ein bisschen mit rum. Es kann ja nichts passieren. Wenn es ein Demo-Konto ist, dann können wir nur Monopoly-Geld verzocken. So, um so ein bisschen das Vertrauen zu haben, um später, wenn es dann um echtes Geld geht, dass wir dann da nicht panisch werden, wenn da irgendwie mal was passiert. Dass wir einfach ein bisschen trainierter und geschulter an die Sache gehen. Nächster Punkt, natürlich, wir können nicht Auto fahren ohne Auto, brauchen wir unser Handelssystem, also jetzt im MetaTrader, brauchen wir unseren Expert Advisor. Da kommen wir gleich auf die nächste Folie nochmal drauf zu. Da haben wir noch eine kleine Komplettlösung. Und dann beginnt eigentlich auch schon der Alltag eines Algo-Traders. Wir starten unser System und beginnen dann mit der Beobachtung. Also ist der PC an, ist die Verbindung da, läuft das System noch, ist alles stabil. Die Königsklasse, das Portfolio aufbauen, das haben wir auch schon in einem eigenen Webinar mit der FXpert zusammen erläutert. So ein bisschen die Formel 1 des Algo-Tradings. Da geht es dann darum, dass wir unser Portfolio an Roboter aufbauen. Das heißt, mehrere Handelssysteme haben auf unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Zeitintervalle, und das Ganze ein bisschen professioneller aufbauen. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Damit können wir auch schon locker 1-2 Stunden füllen. Gibt es auch schon eine eigene Webinar-Aufzeichnung dazu. So, und der letzte Punkt für die, die sagen, okay, klingt super. Wie sieht die Abkürzung aus?
So, und die Abkürzung lautet, die haben wir von AlgoCamp entwickelt, das ist das AlgoTrading Starter Kit. Was heißt Starter Kit? Der Name verrät, ist eigentlich schon ein digitales Paket, wo alles enthalten ist, um heute, morgen mit dem AlgoTrading anzufangen. Das heißt, ein Handelssystem, ein Trading-Server, also, dass wir unseren PC nicht durchgehend laufen lassen müssen, die kompletten Anleitungen, den Support bei Problemen und Fragen. Das ist alles, was wir wirklich brauchen. Das heißt, sie brauchen eigentlich nur noch das Konto bei FXpert, das Kapital drauf und dann haben sie in dieser Box alles enthalten, was sie benötigen, um einfach zu starten, um unkompliziert zu starten, um nicht sämtliche Informationen über 1000 Seiten zusammenzusuchen. Das ist der Starter-Kit und das ist bei uns das beliebteste Produkt für alle, die sagen, ich möchte einfach mit der Thematik starten, ohne erstmal 5 Jahre im Selbststudium zu verschwinden. Ganz wichtig, das geht nicht nur für die Starterbox, also auch wenn Sie sagen, der Expert Advisor Generator oder Trading Server oder irgendwelche anderen Produkte von uns sind für Sie interessant. Mit dem Code FXpert10 bekommen Sie auf alles, was Sie bei uns finden, über 10% Rabatt. Ob die Starterbox, also Starter Kits, ob Trading Server, ob der EA Generator, egal was, als Kunde von FXpert können Sie den Code immer wieder verwenden. So, wer sich dafür interessiert, gleich gehen wir noch auf die letzten Fragen ein. Einfach auf unsere Webseite, alco-camp.de, da haben wir oben unsere Handelssysteme, da gibt es die ganzen Thematiken. Wir haben ja auch noch den EA-Generator, sprich eigenständig Handelssysteme programmieren, ohne zu programmieren. Dann können Sie sich gerne in Ruhe alles mal genauer ansehen. So, welche Fragen haben wir noch offen? Und dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Hast du Muster-EAs, die dann konstant auch von euch aktualisiert werden? Also mit Muster-EAs können wir quasi jetzt mal so unser Portfolio nehmen. Also das sind so unsere Handelssysteme, die wir zum Beispiel haben. Starter-Kit, Moneymaker, Kangaroo-Trader, GBP-Prince. Das sind so die Systeme, die wir im Portfolio haben. Und ja, die werden auch aktualisiert. Das heißt, wenn wir heute, morgen, 2 Wochen, in einem Jahr merken, dass eine Strategie optimiert werden kann, der Markt sich verändert hat, dann werden die auch aktualisiert. Das ist immer keine Garantie, das sagen wir mal ganz klar. Es kann auch sein, dass ein System jetzt in 2 Jahren nicht mehr funktioniert. Sind wir natürlich immer hinterher zu schauen, dass wir das Ganze aktualisieren können, aber es kann durchaus auch sein, und da sind wir ganz ehrlich, dass ein System, dass eine Strategie, die darunter liegt, in 2 Jahren einfach keinen Vorteil mehr am Markt hat und dann auch nicht mehr funktioniert. Aber ja, wir sind großer Fan davon, dass die Sachen nicht Stein gemeißelt werden, sondern immer wieder nach und nach gepflegt werden. So, perfekt. Dann haben wir erstmal alle Fragen durch. Ich glaube, die meisten Fragen oder auch für die Zuschauer, die jetzt sich die Aufzeichnung angesehen haben, wenn noch Fragen offen sind, gerne einfach uns anschreiben von AlgoCamp oder alternativ gerne FXpert anschreiben, egal wen Sie da anschreiben. Die Fragen kommen so oder so an der richtigen Stelle an und die Antworten kommen auch auf jeden Fall an der richtigen Stelle wieder zurück. Und dann würde ich sagen, Nelson, haben wir es für heute auch schon geschafft und sind mit dem Thema durch. Ja, waren ja auch viele Informationen und aber sehr interessant, wie immer. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Vielen, vielen Dank, David. Wir werden ja auch dieses Jahr noch weitere Termine zusammen machen und Sie werden dann entsprechend auch informiert diesbezüglich, wenn Sie da Interesse haben. Ich wünsche dir, David, einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche und natürlich den Teilnehmern auch eine erfolgreiche Woche. Und würde mich freuen, wenn Sie natürlich dann nächstes Mal wieder dabei sind bei dem Thema Algo-Trading hier mit David von AlgoCamp. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Und David, wie immer hast du das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Nelson. Für mich auch ein großes, großes Dank an alle, die dabei waren, die sich für das Thema interessiert haben. Ich würde sagen, gerne wieder am nächsten Termin anmelden. Dann sollte hoffentlich auch ChatGPT funktionieren. Dann können wir gerne live im Webinar ein bisschen damit arbeiten und einfach mal schauen, was wir so für Vorteile rausziehen können im Bereich Algo-Tracking. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Abend und passen Sie gut auf Ihre Position auf. Bis dann. Ciao. Ciao.